Sie müssen der Ghost sein, von dem ich so viel gehört habe. Sind Sie Carol Sir Coolidge? Bin ich, ja. Dafür, dass Sie wissen, wer ich bin und was ich hier mache, sind Sie überraschend freundlich. Besonders für einen Wolf. Ich hatte eben Kontakt zu Stephanie. Klang, als hätte sie Ihnen Ärger gemacht. Also, Sie stehen sich nahe, ja? Ich habe Schlimmeres erlebt. Sagen wir, ich bin nicht gut, auf Sie zu sprechen. Hören Sie, ich kann Sie zu ihr bringen. Ich kann sogar dafür sorgen, dass sie Ihnen alles über Chlor erzählt. Aber erst müssen Sie mir einen Gefallen tun. Bin ganz ohr. Es geht darum, dass ich von hier verschwinden will. Möglichst weit weg von den Wolves. Die Leichen, der Einsatzplan. Alles von mir gefälscht, um diesem Leben zu entkommen. Ein ziemlich heftiger Plan. Das ist noch nicht mal alles. Die anderen sollten glauben, dass ich den Ghosts auf der Spur bin. Ich wollte einen ganzen Ghost-Einsatz am Damm inszenieren, bei dem ich dann in einer Explosion sterbe. Aber jetzt sind Sie ja da. Und Sie meinen, es wäre glaubwürdiger, wenn Sie von einem echten Ghost getötet werden. Da kann ich nicht widersprechen. Sowas in der Art. Schön, dass wir einer Meinung sind. Gut, Bing. Tun Sie mir einen Gefallen. Die müssen zur Leiche. Außerdem finden Sie bei der Leiche ein Funkgerät, mit dem wir kommunizieren können. Sobald das alles erledigt ist, erzähle ich Ihnen alles, was Sie wissen müssen über Claw und den Strategen. Einverstanden. 1,1 Kilometer in die Richtung. Nimm mal den hier nicht. Ja, ich habe doch unseren eigentlich hier vorne geparkt. Ja, der steht ja gleich um die Ecke. Nimm ich doch lieber den hier. Der kann wenigstens auch schießen. Können wir mal den Staudamm in die Luft jagen? Was hältst du davon? Ach, wenn das klappen würde. Guck mal, da sind Gäste. Ich ja wohl nicht mehr. Alter! Arschloch getroffen! Arschloch am Boden! Arschloch tot! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht als Ärger. Immer diese Selbstbefriediger, ey. What? We are summoning the devil or whatever. Mein Englisch ist so beschissen. Wo geht da hoch? Ich hab hier auf dem Staudamm waren irgendwie keine. War, glaube ich, jetzt in einer anderen Mission, wo dann hier oben welche waren. Ja. Aber unten. Unten sind sie, ja. Ah, da ist der Funker. Der steht aber schön. Und gleich neben dem Tank. Super. Ach, wenn wir, die wenn wir den Generator abschalten, seid ihr ganz schön am Arsch. Okay. Wo ist gleich nochmal der Generator gewesen? Ah ja. Gut zu wissen. Aha. Mhm.
Mei, da hätten wir vorher für Jan das Team reinschicken müssen. Müssen ja, wir aber einige. Aber die waren jetzt halt nicht up to date. Hey, da muss man wieder so viel machen. Oh, 366 Meter. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ach, klar. Ja, tot. Siehste. Fragst dich noch, ob du das schaffst. Ich klemm mal den Saft ab. Ja, mach das. Ups. Oh. So, ein Scharfschütze tot. Dadurch kann ich auch noch die anderen markieren, weil ich sie jetzt weiß, wo sie sind. Oh, ich hab den getroffen, echt? Ach, warte, komm ich gar nicht runter. Mist. Okay, das wäre mein weitester Schuss. Was? Wie viel? 540 Meter. Ne, ist nicht dein weitester. Du hast 681, glaube ich, war das. Echt? Ja. Hm. Weiß es gar nicht mehr. Ein Tank auf dieser Entfernung, das ist. Da lief doch eben noch einer, der nicht markiert war. Da die Rübe zu erwischen. Mann, der hat auch spät mitgekriegt, dass er tot ist. Ja, ich musste nochmal auf ihn schießen. Ich hab vorher die Wand halt getroffen. Wie der nach hinten geflogen ist, er. Ja. Ja, komm, lauf, lauf, lauf. Guter Schuss, Schatz. Danke. Bin nur wieder mal ein Glückstreffer. Versuch mal, den vorzulocken, ne? Ah. Ne. Der will nicht. Der hat sich bestimmt ins Süßchen gemacht. Und schämt sich jetzt, meinst du? Ja. Hm. Wird ihm vielleicht mal schreiben, Tena Lady. Ah, die anderen sitzen wieder dann da drinnen. Ja, wir können ja warten, bis sie sich beruhigt haben, weil dann laufen sie ja wieder raus. Ich hab noch schnell die Cam ausgemacht. Hm. Hey, damit geht das dort auch nicht durch. Ich will nur kurz das testen. Damit geht's durch die Wand. Nee. Oh, sie bewegen sich. Ja, weil ich einen drinnen töten konnte. Mit dem Hartschuss. Mann, das sind aber keine dicken Wände. Nö. So? Ja, aber wenn du dann halt den aufgeladenen Schuss nimmst. Mhm. Ah, rauskommen sind sie trotzdem nicht. Nee. Also, weil kann ich noch nicht mal mit der Granate werfen. Ja. Hm. Oh ja, einer bewegt sich. Na? Ne, er bleibt wieder stehen. Ich versuche mal den da, ne? Zu bewegen. Ja, der will ja nicht. Oh, meine Cam ist hier nur am Flackern. Ja, er kommt ja, raus. Aber ja, aber noch kann ich ihn nicht treffen. Er ist ein Balken davor.
Ach Mist. Aber den kann ich. Ah, shit. Entschuldigung. Nee, er hat sich zu schnell wegbewegt. Ah! Dadurch konnte ich ihn, weil er sich bewegt hat. Ich hatte Schussbahn. Beweg dich zurück, du Arsch. Fuck. Ob ich sie von dort locken kann. Nein, du sollst da nicht überqueren, du sollst da rauf. Auch einen anderen Schusswinkel, damit ich sie wegschicken kann. Nein, der will nicht laufen. Doch, jetzt läuft er. Der eine. Okay, ich hab ihn. Ich wollte, ich treffe den von hier aus eh nicht. So, der läuft. Ah. War nicht weit. Komm schon, lauf. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt hat er wieder Schiss. Oder Tina Lady ist zu Ende. Oh Mann, ihr seid scheiße. Ich sag einfach, warten, bis sie sich beruhigen. Kurz Käffchen trinken oder einen Tee. Waffe reinigen. Ich werde einfach mal alles durch. Oder reingehen. Lass reingehen, sonst dauert das eventuell Stunden. Komm ins Rutschen, komm ins Rutschen. Nein, er will nicht rutschen, danke. Wäre hier auch eine blöde Idee. Das wäre absolut cool. Da musst du laufen. Egal, was ich drücke oder so. Ich kriege hier echt nicht zum Rutschen, ne? Ja, bei mir könnte das wehtun, wenn ich über die Rohre rutsche. Achso, ne, ich bin extra hier auf die Liste. Ich hab gedacht, ich könnte rutschen, aber... Dass er halt Gleichgewicht verliert und dann rutscht, ne? Ah, nö. Gehst du da mal rüber? Ach, du bist so doof, wie du lang bist. Also manchmal, ne? Ich mag das Spiel wirklich, aber die Spielemechanik beim Springen. Das spielt wieder ohne mich. Kriegen irgendwie voll spät mit, dass sie tot sind. Wie habe ich den Arsch die ganze Zeit nicht getroffen? Aufzuröcheln. Das ist seit letzten Update so. Okay. Naja gut, wir haben ja schon mal festgestellt, dass das letzte Update den nicht gut getan hat. Ah. Dann noch einer? Oh, tatsächlich. Ja, da hinten ist noch einer. Ja, hab mich konzentriert. Wow, 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 wow. Da ist der Feigling. Da oben. Oh, lad doch schneller nach. Komm raus. Arschloch. Oh, hallo Stapler. Da hinten sind noch drei. Also wo wir das erste Mal gespielt haben, hatten wir nicht so eine Probleme. Nein. Ah, wo bist du? Naja, man kann auch, wie gesagt, ne, Sachen kaputt patchen. Ja. Ist Arschloch, beweg dich. Upsi. Wo bist du hingefallen?
Oh, das tut mir Och, aber Typ, mal. Spring doch da hoch, Mann. Jetzt laufen die vor mir weg. Meine Fresse noch ein. Jo, dann gebe ich dir mal Saures. Ist der weggelaufen? Ist in deine Hände gelaufen? Kann gut sein. Wenn der das war. Ja, aber irgendwas ist hier noch. Na, vielleicht haben wir nicht alle markiert gekriegt. Also Safe-Probleme hatte ich in dem Spiel noch nie. Nee. Muss ich dazu sagen. Aber... Geh dem Stapel aus dem Weg. Dass die jetzt erst, also dass das mit dem, dass die das erst so spät mitkriegen, das ist scheiße. Aber hey, vielleicht wurde ihnen Zeit eingeräumt, damit sie wenigstens ihr Testament für ihre virtuelle Familie noch schreiben können. Das kann sehr gut sein. Die sterben bei uns, wenn wir die fliegen. Typ, du siehst tot aus. Also was muss getan werden, bevor wir das Ding in die Luft jagen? Naja, ich habe zwei Sachen auf der Liste. Als erstes müssen Sie die Besucherliste fälschen und meinen Namen eintragen. Außerdem müssen Sie den Ausfallschutz der Transformatoren deaktivieren. Die Reihenfolge bleibt Ihnen überlassen. Okay. Übrigens, wessen Funkgerät ist das? Meins. Aber keine Sorge, der Kanal wird von niemandem aus meiner Einheit benutzt. Wäre nicht gut, wenn Sentinel in der Leitung hängt. Wir können uns nicht erlauben, dass die mithören. Ja, nee, ist klar, wenn du verschwinden willst. Mhm. Einmal mit Profis. Ich weiß nicht, ich finde das so toll, weißt du, man hat die Option, welches, was man zuerst macht, ne? Aber man hat nur eine Option. Es wird nur eins angemarkert, ne? Ja. Ah, da ist der Ausgang. Ach, hier ist Dunkel. So, guten Tag, die wünschen. Pizza. Ja? Pizza? Ich guck mal, was ich machen kann. Okay. Ja. Tut mir leid, Pizza ist heute leider aus. Scheiße. Wissen, bevor wir die Eisdiele in die Luft jagen? Nein. Sie dürfen loslegen. Ich darf los? Du hast gehört, Schatz, wir dürfen loslegen. Mhm. War das nicht mit Granaten reinfeuern? Oder war das... Ach, das war doch, wo wir in die Tafel, glaube ich, reinschießen müssen. Ja. Das war doch schneller. Geht auch. Oh, hier britzelt's. Gute Lenny! Das macht Spaß! Was ist das? Zerstören! Yay! Feuerwerk! Party! Hätte ich selber nicht besser machen können. Ja. Gut, ich habe bei Ihrem Problem geholfen. Helfen Sie mir jetzt bei meinem? Sparen wir uns das Gedenken, okay? Ich bin der Leiter der VIP-Security von Claw und der taktische Berater des Strategen. Ich war Berater für geheime Spec-Ops-Taktiken. Möglicherweise war einer ihrer Freunde involviert. Meides? Kann sein. Wer es auch war, musste ein paar unangenehme Verhöre ertragen. Sehr unangenehme. Wo kann ich ihn finden? Ich schicke Ihnen die Details und alles, was ich über die Festung des Strategen weiß. Aber, und das kann ich gar nicht genug betonen, versuchen Sie nicht dort einzudringen, bevor Sie alles über Claw wissen. Verstanden. Dankeschön. Stephanie und ich wollen uns bald in der Wildnis treffen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wenn Sie da sind, werden Infos erhalten. Ich bin gespannt. Okay. Alle Infos, die wir dann bekommen wollen. Okay. Mhm. So. Ja, Dark River, das ist richtig. MP reicht, aber mit Granate macht Doppelboom. Richtig. Macht nämlich viel, viel mehr Spaß. Ja. Mhm.